So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, diesmal im Euro Truck Simulator. Ja. So, da habe ich die Kiste mal angemacht. Ich mache hier mal kurz Platz, weswegen, wieso, weshalb, sage ich euch gleich. Ich stelle mich hier vorne mal auf den Parkplatz. Ich muss da mal kurz rechts ranfahren, da ich mal ein bisschen tanken musste. Falls ihr euch wundert, warum kein KI-Verkehr da ist, das liegt daran, dass ich den Mod ausprobiere für den Multiplayer vom Euro Truck Simulator. So, jetzt mache ich erstmal die Chose wieder aus. Ich habe schon mal eine nette kleine Fracht hinten dran, bin schon ein ganzes Weilchen unterwegs. Bei der Kiste muss man schon ein bisschen länger fahren, damit man den Tank leer kriegt. Aber gut. Okay, irgendwie hat er meine Schilder geändert. Ja. Weil Johnny und Schatzi steht da eigentlich nicht drin, aber gut. Das hängt wohl mit dem Multiplayer zusammen. Ja, das wollte ich nicht, das wollte ich auch nicht. Ich habe noch mein Rundumlicht an. Ja, hier seht ihr einmal meine Strecke. Ich bin einmal von Hamburg aus runter nach Paris gebrettert. Und jetzt muss ich von Paris nach Budapest. Also, Näckchenfahrt. So, ich fahre in der Zwischenzeit dann mal fröhlich weiter. Weil, ja. Danke. Während der Fahrt habe ich ja genug Zeit, euch das dann zu erklären. Mit diesem Multiplayer. Es ist ein Multiplayer, kommt nix. Der hat mit den Herstellern nichts zu tun. Der Hersteller distanziert sich auch in jeglicher Art und Weise. Das heißt, wenn es dadurch Probleme gibt oder sonstiges, habt ihr selbstverantwortlich gehandelt. Könnt keinerlei Hilfe erwarten, sonstiges. Wie gesagt, ihr seid selbst dran schuld. Ja, was gibt's noch dazu zu sagen? Um den Server zu entlasten, schätze ich mal, wurde der KI-Verkehr weggelassen. Da drüben steht aber schon ein Kollege. Den kenne ich so privat natürlich nicht, aber das sind. Also alle LKWs, die einem, wie schnell darf ich denn hier fahren? Nach vorne ist ein Blitzer. Ich gehe mal runter. Also nochmal zurück zu meinem Text. Also alle LKWs, die man jetzt hier durch die Gegend fahren sieht, sind andere Spieler bei mir. Ich liebe diese Baustellen, die sind so schön eng. So, ich kann euch aber beruhigen, soweit ich das mitgekriegt habe, ich bin jetzt auf dem EU-Server 1. Da ist die Kollision deaktiviert mit anderen Mitspielern, also da hat man nichts weiter zu befürchten. Also man kann die also es gibt ja leider Gottes bei einigen Multiplayern solche Spieler, die einfach nur Bock darauf haben, ja, ich bezahle ja schon, die einfach nur Bock darauf haben, andere Spieler kaputt zu fahren, weil die selbst genug Geld haben oder sonstiges, ne? Ja, also das können die hier gerne versuchen. Kollision mit anderen Spielern ist ausgeschaltet. Weil vorhin ist einer durch mich durchgefahren, wo ich dachte, das knallt jetzt ganz böse. Ja, es hat nicht geknallt.
Ich finde es einerseits schade, andererseits finde ich es auch gut, wie gesagt, wegen diesen angesprochenen Idioten hat man das wohl gemacht. Anderer Punkt, es kursieren die Gerüchte, dass dieser Spaß kostenpflichtig wäre. Das Einzige, was ich jetzt machen musste, ist mich mit meinem Steam-Account verifizieren, weil ich habe das Spiel ja als Steam-Spiel. Da ist der eine Haken. Man muss also sagen, jawohl, ich spiele das Spiel über Steam. Es ist ein Steam-Spiel. Ich werde den Link zu der Seite, schätze ich mal, auch unten in die Beschreibung reinpacken, wo man diesen Download herkriegt. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass ihr euch das holen sollt oder sonstiges. Ich sage damit auch nicht, dass es kostenfrei wäre oder sonstiges, wenn ihr euch das holt, auf eigene Gefahr. Bei mir hat es bis jetzt wunderbar geklappt. Das nur so weit vorweg. Nicht, dass ihr nachher mit Regressansprüchen oder sowas bei mir antanzt und sagt, hier, es ist aber doch kostenpflichtig, ne? Und dies und das. Ich habe mir die AGBs soweit durchgelesen, soweit ich das konnte. Ist nämlich alles schön auf Englisch. Und nicht gerade gutes Englisch. Und oh, ich fahre ein bisschen fix. Dabei fahre ich noch nicht mal Vollgas. Und soweit ich das verstehen konnte, alles, sagen die auch noch nicht mal da, dass es irgendwie zu einer kostenpflichtigen Zahlung kommen sollte, weil ganz viele verbreiten das Gerücht, ja, aber es ist eine Zeit lang kostenfrei und dann hat man ja so eine Art Abo geschlossen und nach einem Monat oder sowas kursieren die Gerüchte, kommen dann die ersten Rechnungen. Punkt 1, ich musste keine Adresse, keine Kontoverbindung, nichts hinterlegen. Jetzt kommt der Punkt, ja, es kann ja über Steam laufen und über Steam kriegt man dann die Rechnung. Ja, angenommen den Fall, man kann das ja rein theoretisch so machen, gerade für Kinder oder sowas. Denke ich mal, macht man das so, dass man einen Steam-Account fürs Kind selber hat, dort aber bewusst keine Zahlungsdaten hinterlegt hat und dass das Elternteil halt auch einen Account hat. So, und wenn das Kind jetzt seinen Steam-Account verifiziert oder zum Verifizieren nimmt, dann sind da überhaupt keine Zahlungsdaten hinterlegt. Das heißt, die können dann gerne eine Rechnung schicken. Und hey, hier gleich Konvoi. Ich glaube, die gehören alle zusammen. Dann können die ja gerne mal versuchen, eine Rechnung zu schicken. Oder versuchen, was abzubuchen. Da wird dann nichts abgebucht, weil die Buchung verfliegt dann ins Leere. Aber wie gesagt, ich habe nichts dergleichen gefunden, das irgendwo abgebucht werden soll oder sonstiges. Von daher, ich glaube, ich habe hier Vorfahrt, deswegen fahre ich einfach mal. Aber es kommt eh nichts. Also von daher. Und es steht halt nur, dass man, da man sich ja mit seinem Steam-Account verifiziert hat, es doch bitte nicht auf anderen Seiten zum Download bereitstellen soll. Da sie sonst dich über deinen Steam-Account rauskriegen. Und du sollst auch bitte nicht das Programm verändern und sowas, um es dann andersweitig wieder hochzuladen. Weil das hätte oder könnte zur Folge haben, dass sie veranlassen, dass dein Steam-Account gesperrt wird. So.
finde ich, ist eine ganz. Moment, ich habe den Satz falsch angefangen. Finde ich, ist eine Maßnahme, die eigentlich ganz in Ordnung ist, weil die haben das Spiel an und für sich ganz auseinandergepflückt und Stückchen für Stückchen wieder zusammengebaut, um diesen Multiplayer einbinden zu können. Und naja, das hat jetzt allerdings SCS oder CSC oder wie die heißen hier von dem Spiel, die Macher, mitgekriegt. Ich krieg das immer durcheinander, wie die jetzt eigentlich heißen. Und ja, man höre und staune, jetzt auf einmal sagen die, ja, also mit dem Multiplayer haben wir definitiv nichts zu tun. Wir bieten auch keinen Support an oder sowas. Wenn irgendwie was passiert, das ist dann Handeln auf eigene Gefahr. So wie mit jedem Mod, den man sich irgendwie einfügt oder installiert oder sonstiges, ne? Ist ja logisch. Aber bei dem nächsten Ableger von dieser Version oder dem nächsten Teil, also Teil 3 oder 2.5 oder wie auch immer sie das dann nennen wollen, oder vielleicht auch schon mit dem nächsten Update, ob sie es da dann vielleicht schon schaffen, das bezweifle ich allerdings ganz stark, weil es steht nicht ganz oben auf ihrer To-Do-Liste. Da wollen sie dann doch tatsächlich zu 90%, sag ich mal, überlegen oder es höchstwahrscheinlich auch tun, dass sie einen Multiplayer einbinden. Und ich meine, das wäre doch cool, wenn man dann so vielleicht auch privat miteinander so fahren könnte mit KI-Verkehr, weil so, wenn man so wie ich jetzt gerade übers Land fährt, ja, und nur Selbstgespräche führt, weil der Kollege, mit dem ich eigentlich fahren wollte, eventuell dann doch noch gar nicht online ist. Ja, das ist dann irgendwie dann doch langsam öde. Und wenn ich dann meistens so ein Glück habe und hier mit 100, 120 über die Landstraße knall und dann halt die Kurven so ein bisschen schöner ausfahre, nein, ich rede nicht vom Schneiden der Kurven, Ideallinie fahre, so wie beim Rennspiel oder sowas, dann kommt mir meistens mitten in der Kurve ein anderer Spieler entgegen. Und rumstata, ist das Geschrei dann groß? Zum Glück gibt's hier keine Kollision. Was steht denn hier? Schöne Baustelle. Judentag. Ich knall hier mal mit 100 durch eine 50er-Zone. Hupsi. Zum Glück stand da kein Blitzer. Kann ich nicht wieder Autobahn kriegen? Kann ich die Kiste dann wenigstens mal ausfahren? Vorhin habe ich fast 160 geschafft. Nein, ich habe nicht den stärksten Motor. Nein, ich habe nicht das beste Getriebe, was es bis jetzt für mein Level gibt. Brrr. Muss ich ja mal voll in die Bremse treten. Warum gucke ich eigentlich? Ja, wie gesagt, ich spiele zum ersten Mal mit diesem Mod und da steht ein Kollege. So mitten in der Walla Pampa. Ich würde sagen, der macht Pause. Na, servus, er lebt doch noch. Musste wohl gerade mal gucken, wo er hinfährt. Oder telefonieren oder sowas. Keine Ahnung. Ja, hier sind natürlich Spieler EU-weit, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, drauf. Das heißt nicht nur Deutsche, sondern auch Franzosen, Dänen, Polen, Russen, keine Ahnung, was alles. Russen vielleicht nicht, obwohl, na gut, man kann ja, ne, übers Internet überall darauf zugreifen. Es gibt zwar einmal einen weltweiten Server und es gibt diesen EU1-Server und EU2-Server, auf den EU2-Server komme ich nicht rauf. Der ist anscheinend gerade down, keine Ahnung. Aber Gott, hätte ich hier rechts? Nein, Gott. Oh, ich fahre etwas sehr fix.
Da schreit auch mein Retriever kurz. Wenn ich so ganz leicht auf die Bremse trete, dann kommt nur der Retriever. Map, map. Ach ja, ich finde diese Hupen geil gemacht. Vor allem, ich habe ja schon eine komplette Fanfare verbaut. Die ist dann schon etwas schicker als diese nette kleine Standardhupe, die ich irgendwie gar nicht mehr will. Da, das ist meine Standardhupe und das ist die Fanfare. Oh, hier kommt 50, da bremse ich mal lieber etwas ab. Manchmal sind diese Kurven... Oh, ich habe gerade mal aufs Navi geguckt. Manchmal sind diese Kurven ja begründet. Wo kommt dieser 1% Schaden von meinem LKW her? Halleluja, das sind aber schicke Kurven. Da muss ich ja mal richtig Gas geben, damit ich hier hochkomme. Letztens bin ich Landstraße gefahren und hatte so einen, naja, ich sag mal, Frischling vor mir, der wohl sich gerade ganz neuen LKW gekauft hat. Keine Ahnung. Irgendwie so. Und, ja. Der hatte eine ziemlich schwere Fracht hinten drauf. Ungefähr das gleiche wie ich. Zu dem Zeitpunkt hatte, das war so ein großer Bagger. Und ein Radlader noch dran. Ja, und shit happens. Der fuhr mit 60 über die Landstraße. Konnte anscheinend nicht schneller. Yippie, jetzt geht das Ganze wieder bergab laut Schild. Ja, was gibt's sonst noch sozusagen? Ja, in letzter Zeit haben wir mehr Omsi gespielt, also der liebe Kollege von der Simo Corporation, der Eddie und ich. Jetzt dachte ich mir mal, ich drehe mal ein Solo-Video von was anderem, da er gerade auch meine Karte zum Nachbearbeiten hat, die ich in Omsi selber baue. Freut euch nicht zu früh, das ja, dauert noch ein bisschen, bis da mal was kommt. Ich bin relativ unerfahren und ich lüge mir da mal was zurecht, mehr oder weniger. Ich nehme zwar was Reales zur als Vorbild, aber oh. Gut. Wo war ich jetzt schon geblieben? Ach ja, also ich nehme zwar was Reales zum Vorbild, aber ja. Das kann, wie gesagt, etwas dauern und es ist auch doch wesentlich schwerer als gedacht. So, 90 stand da dran. Gut, dann kann ich ja noch ein bisschen Gas geben. Vor allen Dingen diese Kreuzungen, die man selbst baut, falls euch das irgendwas überhaupt sagt. Ich rede einfach mal weiter. Und die Splines dann einfach so, also die Wege, wo die KI-Autos langfahren, einfach dann so passend darüber legt, da hat man ein Problem, die missachten die Verkehrswege nicht. Also muss man in einem anderen Editor die Kreuzung sich erstmal selbst bauen mit den richtigen Wegen und so weiter. Und oh, das ist ja für mich doch gefühlte 8 Nummern zu hoch, diese Kreuzung nachzubauen. Und ja, aber ich versuche am Ball zu bleiben und ich gebe mich Mühe, wie das so schön heißt. Gebe mich Mühe. Ja. Ich sollte vielleicht einfach mal die Fresse halten und ne. Ja genau, ich
hinterlege ich das mit der Telekom-Warteschleifen-Melodie jetzt und halt einfach die Fresse oder so? Nein, das mache ich natürlich nicht, weil dann wird das Video wieder gesperrt wegen Copyright. Insofern müsst ihr mit meinem Gequatsche einfach noch ein bisschen weiterleben. Wobei mir so langsam der Stoff ausgeht. Und ich habe auch so allmählich irgendwie einen trockenen Mund und habe mir natürlich schlauerweise vor dieser Aufnahme nichts zu trinken in meine Nähe gestellt. Ja, das war natürlich wieder ganz schlau. Ich fahre mal ein bisschen Bleifuß, weil ich wollte heute noch ankommen. Und wenn ich da dann mal so auf mein Navi schaue, was bei dieser Geschwindigkeit etwas schwierig gerade wird, ich sollte es vielleicht auch mal umstellen, dann sagt er mir auch, wie lange ich noch brauche. 14 Stunden und 13 Minuten. Ja, Prost, Mahlzeit. Dann wisst ihr ja, wie lange die Aufnahme noch dauert. ja, ich glaube, ich zerhack das Video dann mal und zerlege dieses Video in zwei Teile oder so. Oder ich mache aus Gag mal ein 1-Stunden-Video oder sowas. Oh, hier muss ich mal ein bisschen vom Gas gehen, sonst haue ich gleich wieder in den anderen Tunnel rein. In Tunnel falsche Seite. Nur so zur Info, ich hab gerade mein Tacho gekillt. Ich hau hier gerade mit 150 durch den Tunnel. Mit einem beladenen LKW. Ich weiß ja nicht, ob das so gesund ist. Durch die Alpen mit 150 Jahren. Licht habe ich an. Aber von nach Vorschrift mit der Geschwindigkeit fahren, da sagen sie nichts. So, Geschwindigkeit aufgehoben, dann kann ich ja wieder Bleifuß geben. Ja. Mache ich das nicht schon die ganze Zeit? Oh oh. Das müssten eigentlich meine Bremsen hinten so ein bisschen qualmen. Von 140 mal eben auf 40 runter. Gut. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht wirklich viel, ne? Und was habt ihr noch so vor an eurem langen Wochenende? Weil ich weiß ja nicht, wann ich dazu komme, die Teile hochzuladen, aber wir haben es ja Mittwoch, den Tag vor Vatertag oder so ähnlich. Ich weiß nicht, oder was ihr das kennt, aber ich nenne es immer den Tag vor Sauf und also vor Sauftag und langen Wochenende. Leider hat meine bessere Hälfte kein Frei bekommen. Die muss am Freitag wieder arbeiten. Haha. Welches Arschloch hat hier gelacht? Ja. Weiter im Text. Ich habe keinen Text mehr. Ich dachte eigentlich, ich stehe näher dran. Bevor man Aufgaben oder Aufnahmen startet, sollte man gucken, wie lang die Fahrzeit noch ist. Ja. Aber okay. Wer dieses Video zum ersten Mal guckt, nein, in... Upsi, falsche Richtung. Ich soll hier ja doch rechts runter. Bei deinem Text. Nein, in Omsi, Omnibus-Simulator. Dem Teil 2, da machen wir Let's Plays. Im ersten Teil lohnt sich das, glaube ich, nicht mehr so wirklich. Na, Freundchen, du willst mir aber nicht wieder vor die Schnauze fahren, ne? Gut. Da fahre ich nicht so schlimm. Ich will zwar auch nicht behaupten, dass ich gut fahre, aber... Och, wie süß, da kommen mir welche hinterher. Ich gehe mal ein bisschen vom Gas. Mal sehen, ob die sich wieder mit mir anlegen wollen. Das sind so dann die schönen Seiten an diesem Multiplayer. Wenn man ein starkes Pferdchen unter der Haube hat. Oder ein paar mehr starke Pferdchen. Dann wartet man, bis welche rankommen und dann tritt man wieder voll drauf. Na kommt.
Ich fahre doch nur 107. So, jetzt gebe ich Gas. Oh ne, ich gehe noch mal ein bisschen vorsichtiger hier um die Kurve rum. So, dann machen wir mal. Ja. Irgendwie ist er doch gerade etwas zügiger als ich dachte. Der ist wohl nur mit Halbgas an mir vorbeigefahren, wa? Was macht der da hinten auf der linken Spur? Vor allem muss ich aufpassen mit meiner Ladung. Nicht, dass ich mir die zerschieße hinten. Oder die mir querschlägt. Och Mann. Der mogelt. Der ist abgehauen. Ja, auf den da hinten will ich jetzt aber nicht warten. Dann bin ich ja morgen noch nicht da. Dann wird das ein 24-Stunden-Video oder so. Yippie, und rum um die Kurve. Ja, ab und zu fahre ich mal über einen weißen Streifen, damit mir nicht ganz so langweilig wird. Ich könnte jetzt natürlich auch Musik anmachen von meiner Playliste im Radio oder halt einen Livestream zum Radio selber öffnen. Das ist hier ja alles möglich, aber nein, ich lasse es lieber, weil sonst kriege ich wieder Probleme mit YouTube. Und die sperren mir dann wieder das Video aus urheberrechtlichen Gründen. Vielleicht zeige ich das kurz am Ende des Videos, wie es geht für Leute, die es nicht wissen. Es gibt, oder es sind eigentlich schon alle Sachen voreingestellt. Also von daher überhaupt keine Probleme damit, aber gut. Ach, wahrscheinlich zeige ich das auch nicht, weil es ist wirklich so einfach. Man geht einfach mit Escape ins Menü, was ich jetzt hier während der Fahrt nicht kann, weil ich im Multiplayer bin. Wenn man übrigens irgendwie während der Fahrt ins Menü will oder sowas, dann kommt diese schöne Meldung. You cannot do that. Firstly, stop your truck. Also das heißt auf gut Deutsch, für Leute, die überhaupt kein Englisch können. Es gibt ja solche Leute, nicht böse gemeint, aber ich kenne selbst so welche. Wenn man irgendwie die Karte jetzt schnell aufrufen will, weil ich habe eben statt Escape mal M gedrückt für Map, ist ja die Standardbelegung, dann kommt halt dieser Text, heißt auf gut Deutsch einfach nur, du sollst erstmal anhalten, bevor du irgendwie ins Menü willst oder sowas. Weil sonst schießt du ja irgendwie dich selbst quer durch die Karte. Weil der Truck läuft ja in Echtzeit synchron auf dem Server und würde ja nicht abrupt das Spiel pausieren, weil dann würden ja alle abrupt stehen bleiben, nur weil irgendjemand mal so ein Horsty wie ich auf die Karte guckt. Ne, das geht nicht. Und damit du dann nicht mit einem rollenden LKW, so wie ich jetzt mit 147, gegen eine Leitplanke knallst und durch die halbe Weltgeschichte fliegst, haben sie dann die Sperre eingebaut, die dir dann sagt, bitte halt zuerst mal an. Jaha, jetzt fange ich an zu fliegen, das ist gar nicht gut. So, da habe ich ihn wieder eingefangen. Das war eben Two Wheels, nein, nicht ganz Two Wheels, ach ja, hi, ich habe das Hupen vergessen, Entschuldigung. Ja, weil Lichthupe ist hier nicht so die offizielle, der offizielle Gruß, sondern Hupen, weil Hupen hörste. Lichthupe, habe ich festgestellt, kommt bei ganz vielen nicht wirklich so an, wenn man es zu schnell macht. Mann, ist das eine scheiß enge Kurve hier. Na gut, man sollte auch nicht mit 150 in eine Kurve reinfahren, ne? Oder wie viel das auch eben war. Es ist das Problem. Bei 125, glaube ich, ist das. Hört mein Tacho auf. Da killt sich meine Nadel. Da ist Anschlag und Feierabend. Und dann habe ich nur noch rechts, deswegen habe ich auch das Navi an. Weil normalerweise, ich habe ja ein Einbau-Navi, ich bräuchte das Navi gar nicht anhaben. So, jetzt hat sich mein Tacho wieder gekillt. Und oh, das knallt. Iha. Einmal ein paar Bocksprünge, aber es hat nicht geknallt. Hallo.
Welcome to Österreich, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht.